Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Jagdspiel, was gestern rausgekommen ist. Nämlich heißt das Spiel Way of the Hunter. Und ich habe das Tutorial gerade schon mal gemacht. Dort sind wir in diesem wunderschönen Haus gestartet, haben unsere ersten Waffen bekommen und haben so ein paar Tutorial-Missionen gemacht. Habe ich jetzt mal für euch geskippt, denn ich will jetzt direkt mit euch das Gameplay ausprobieren und auf Jagd gehen. Und ich muss wirklich sagen, das Spiel sieht wunderschön aus. Wir werden jetzt hoffentlich auch gleich die ersten Tiere schon sehen und erlegen. So eine Remington als Waffe und ein Fernglas. Das sollte eigentlich reichen, um hier vielleicht mal das ein oder andere Reh zu schießen. Ich werde jetzt erstmal da vorne zu dem Wasser gehen, würde ich sagen. Und dann schauen wir mal, ob wir da was spotten können. Na, jetzt gerade sieht es noch nicht so aus. Aber vielleicht, wenn wir da den Fluss noch ein bisschen weiterlaufen. Es gibt hier übrigens auch ein Auto. Steht irgendwo da vorne. Vielleicht können wir auch da erstmal hingehen. Dann kann ich euch das auch mal zeigen. Oh, da fliegt ein Vogel. Na, dafür haben wir, glaube ich, nicht die richtige Waffe. Ich weiß jetzt nicht, was das genau ist. Aber es ist gerade gelandet. Sollen wir es mal versuchen? Ich meine, die Waffe ist halt echt nicht dafür gemacht. Aber wir haben den Vogel getötet. Da fliegen auch direkt die Mates weg. Oh, der landet trotzdem nochmal. Na, ist egal. Einer muss jetzt erstmal reichen. Wird wahrscheinlich total die schlechte Trophäenbewertung haben. Ist das ein Fasan oder was ist das? Ja, das ist tatsächlich ein Fasan. Aber auch kein cleaner Schuss, ne? Einfach hier hinten in den Körper rein. Einfach nur eine Fleischwunde, auch kein Herz getroffen oder Hirn. Und ja, können wir verkaufen für einen. Ja, das war jetzt unser erstes Tier. Ich will aber natürlich eigentlich was Größeres erlegen. Deswegen laufen wir jetzt einfach mal weiter Richtung Auto. Wie viele Vögel hier sind. Also ich glaube, mit Vogelschrot kann man hier schon einiges erlegen. Die scheinen auch gar nicht so scheu zu sein. Also die fliegen echt erst hoch, wenn ich nah dran bin. Da steht schon das Auto. Ah, da sind auch Dachs oder so. Wow, vielleicht kriegen wir so einen auch schnell erlegt. Ah, sind leider zu schnell weggelaufen. Aber ich glaube, man sieht schon ganz gut. Hier gibt es einige verschiedene Tiere. Auch in verschiedenen Größen. Jetzt sind wir in unserem tollen Auto angekommen. Ich schaue jetzt aber nochmal eben auf die Karte, wo wir dann mal hinfahren können. Ich würde fast sagen, dass wir einfach mal hier runter zu den Fragezeichen fahren. Das habe ich mir jetzt mal markiert. Das ist der blaue Punkt da hinten. 1,3 Kilometer. Wir haben auch da noch eine Straße links von uns. Und falls wir auf dem Weg noch irgendwie was sehen, können wir das ja auf jeden Fall auch nochmal versuchen dann zu erlegen. Aber ich denke mal, mit dem Auto vertreiben wir eher die Tiere, als dass wir da irgendwie eine Chance haben, die zu erlegen. Aber es fährt sich wesentlich besser als das Way of the Hunter. Oh, das ist eine Herde Rehe. Oha. Kann ich die überfahren? Oh, ich hab's wirklich überfahren. Oha. Das ist natürlich nicht so eine edle Art, ein Reh zu erlegen, glaube ich. Das ist ein Maultierhirsch. Natürlich kein Reh, ein Hirsch ist es dann. Okay, Jagdwertung verschwendet. Totgefahrenes Tier. Ja, ist nicht so schön, ne? Ein bisschen Geld bringt es trotzdem. Aber jetzt haben wir das wenigstens schon mal ausprobiert. Na gut. Ja, nächstes Mal sollten wir schießen. Aber jetzt habt ihr schon mal so eine Herde gesehen auf der Flucht. Und es ist natürlich auch interessant zu wissen, dass man die halt gut fahren kann. Oder vorne liegt auch noch ein totes Tier. Das habe ich vorhin in der Tutorial-Mission noch erschossen, glaube ich. Könnt ihr hier auch mal die Schussansicht sehen. Also ich habe hier ja semi gut getroffen. Die Innereien eher so. Bisschen die Leber angekratzt. Knochen, Fleischwunde. Also auch nicht so sauber. Verkaufen wir aber auch mal. Geld können wir nämlich gut für neue Waffen und so später gebrauchen. Und jetzt düsen wir wirklich weiter zu unserem Ort, wo wir hin wollten. Oh mein Gott, soll ich mal ganz durchdüsen? Okay, wir machen wieder nur Umflugs. Geht schon wieder gut los. Oh Gott. Was mache ich hier? Es tut mir leid. Aber irgendwie ist es auch lustig. Die armen Rehe. Oh, wie es fliegt. Oha, die laufen über die Brücke. Nee, 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 nicht mit mir. Hallo. Ich glaube, das ist so nicht gewollt, wie ich das mache. Das Chaos ist wieder groß. Das war direkt Halswirbel. Also Leute, so spielt man das Spiel auf jeden Fall nicht. Oh, ich kann aber auch nicht widerstehen, bei solchen Momenten dann einfach so Chaos zu machen. Da bin ich ganz ehrlich. Aber ich glaube, so ein Halswirbelsäulenschuss ist gar nicht mal so unclean, um ein Tier zu töten. Ah, das war richtig schön durch die Halswirbelsäule. Hier das Rückgrat gebrochen. Zählt das dann eigentlich als gute Bewertung? Jagdwertung 5. Trophäenwertung ist nicht so nice, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob das gut war. Das ist halt jetzt die Frage, ne? Wahrscheinlich ist es dann doch besser, eher auf Herz oder Lunge zu gehen, hier unten. Aber so geht's wenigstens direkt down, ohne zu leiden. Und das war auf jeden Fall besser als das ganze Überfahren da vorne. Hier vom Auto liegt auf jeden Fall noch eins, das nehmen wir mal noch mit. Also wir lernen auf jeden Fall daraus, dass Überfahren nicht gut ist. Das war jetzt auch das letzte Mal, Leute. Tut mir leid. Das ist halt wirklich nichts in der Sache. Jetzt machen wir es vernünftig. Wir fahren jetzt nochmal ein Stück weiter und dann legen wir uns mal ein bisschen auf die Lauer, wie man es eigentlich machen sollte. Ich glaube, ich steige hier mal aus. Bevor ich da ganz hinfahre. Das sieht wirklich super interessant hier aus. Mal gucken, was wir hier so für Tiere finden. Scheint hier irgendwie so ein Holzfällergebiet zu sein. Hier sind auf jeden Fall viele Bäume abgerodet. Vielleicht kommt bestimmt die Rache. Das kam mal irgendwie so ein Braunbär oder so, der uns dann zerfleischt. Aber ich muss bis jetzt echt sagen, dass mir die Atmosphäre und die Grafik von dem Spiel wirklich richtig gut gefällt. Und das steuert sich auch sehr, sehr gut. Also es fühlt sich echt gut an, wenn man das spielt. Oh, da ist ein Tier. Da ist noch ein Tier. Ist aber auch wieder Weißwedelhirsche oder so. 300 Meter. Also im Tutorial wurde mir gesagt, dass ich mit dieser Remington, die jetzt für die Rehe ist, eher so auf 100 Meter rangehen sollte. Das heißt, wir sollten jetzt vermutlich erstmal ein bisschen sneaken. Aber die gehen auch gerade über die Brücke da. Das ist halt nicht gut. Haben die uns schon gesehen oder gehen die jetzt einfach aus Zufall darüber? Scheint aber ein guter Spot zu sein. Also wir gehen auf jeden Fall erstmal in die Richtung so ein bisschen. Ich werde jetzt auch noch nicht schleichen, weil die sind halt echt schon auf der anderen Seite. Und da stehen auch noch ganz viele. Vielleicht sollten wir da ungefähr hingehen und dann können wir gucken, ob wir rüberschießen können. Weil die grasen da gerade alle. Und ich hoffe einfach mal, dass die Rehe mich noch nicht entdeckt haben. Wenn die da jetzt noch in Ruhe grasen sollten, dann haben wir ja wirklich einen guten Schuss. Aber ich kann das halt noch gar nicht einschätzen, wie früh man schleichen muss und so. Aber das scheint geklappt zu haben. 150 Meter. Ist hier irgendein Tier mit Geweih? Wie alles Weibchen, glaube ich. Gut, der hier ist ein Männchen. Aber ist jetzt auch kein mega beeindruckendes Geweih, muss man sagen. Könnt's aber versuchen. 150 Meter ist machbar. Könnte ein guter Schuss gewesen sein. Auf jeden Fall kein Herzschuss. Aber Lunge ist, glaube ich, drin. War doch ein ganz cleaner erster Abschuss. Jetzt müssen wir nur mal gucken, wie wir das mit den Spuren machen. Weil da tue ich mich noch ein bisschen schwer bei dem Spiel. Das ist anders, das System. Werdet ihr aber gleich halt sehen. Die Geräuschkulisse ist auch wirklich super. Die Schritte auf der Brücke, das plätschernde Wasser. Hört sich alles schon sehr atmosphärisch an. Ich hoffe halt jetzt, dass wir den Blutfleck hier vernünftig finden. Und dann auch die Spur verfolgen können. Ich schätze einfach mal, dass das jetzt ein tödlicher Treffer war. Der sah zumindest auf den ersten Blick sehr, sehr gut aus. Mach mal diese Jagdsicht an. Da ist irgendwas. Oh, da sind Dachse oder so. Ich glaube, hier ist so ein Bau. Oh ja. Amerikanischer Dachs. Da ist er. Okay, Gott sei Dank. Okay, die Farbe ist rosa, mittlere Menge Blut. Sagt die Farbe was aus, wo man getroffen hat? Ich denke mal, je dunkler das Blut, desto besser, oder? Luftblasen im Blut. Okay, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich damit anfangen soll mit den Infos. Aber schon mal gut, dass wir es gefunden haben. Ich hatte schon eine Befürchtung, dass wir es nicht mehr finden. Aber wir müssen jetzt der Spur ein bisschen folgen. Ich hoffe, das kriegen wir soweit hin. Man sieht das aber ganz gut, in welche Richtung das geht. Aber ihr könnt schon ganz gut erkennen, es ist schwerer als bei The Hunter. Bei The Hunter wird halt immer so ein Pfeil angezeigt, in welche Richtung ungefähr. Hier ist es halt wirklich die Spur nur. Und da muss man halt gucken, wie die vom Flatsch her halt so ist. Aber es funktioniert schon ganz gut in dieser Ansicht. Und der verliert auch relativ viel Blut, also ich denke mal, der ist gestorben. Ist ja alle paar Meter hier. Ich glaube, man kann später dann auch noch ein bisschen leveln, dass man das wahrscheinlich besser erkennen kann oder so. Und da liegt der Hirsch. Ja, war auf jeden Fall rechte Lunge und linke Lunge. Also ist einmal durch beide Lungenflügel durch. Hier seht ihr das auch ganz gut. Ich denke mal, das Rot heißt, dass das die tödliche Wunde war. Also der linke Lungenflügel war der Grund, warum es gestorben ist. Herz wäre noch weiter unten gewesen. Das heißt, nächstes Mal, wenn ich so einen freien Schuss habe, wie gerade eben, dann auf jeden Fall weiter runter zielen. Man kann sich eigentlich merken, so zwischen die beiden Oberschenkel und dann so ein bisschen drüber. Ich glaube, das sollten wir mal ausprobieren beim nächsten Mal. Ist aber gar nicht so ein schlechter Schuss gewesen. Ich bin zufrieden. Ist auch 500 wert. Jetzt hat es auch eine Trophäenbewertung von 2. Geht natürlich wesentlich besser wahrscheinlich. Aber ist doch schon mal was. Erstes richtiges Erfolgserlebnis. Verkaufen wir trotzdem, weil wir brauchen das Geld. Dann würde ich sagen, machen wir uns weiter auf die Jagd. ...160 Meter. Könnten wir machen. Der steht auch mit der Front zu uns. Also vielleicht könnten wir einen Herzschuss versuchen. War auch nicht verkehrt, aber wieder ein bisschen zu hoch, glaube ich. Ich beobachte mal, ob der down geht. Ich schieße jetzt auch nicht nochmal. Hätte mir vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit nehmen sollen. Bis jetzt ist er nicht down gegangen. Also vielleicht war der Schuss doch nicht so gut. Wir nehmen die Spur auf. Ich glaube, das war irgendwo hier vorne. Am Wasser schwer. Ich glaube, da können wir den Truck halt nicht sehen. Wir müssen halt jetzt hier gucken, ob wir dort die Blutspur finden. Machen wir wieder die Sicht hier an. Wir sind ja ungefähr in diese Richtung gelaufen. Oh, da lag doch was. Oh nee, das sind Tiere. Oha, die sind gar nicht weggelaufen. Oh, das war ein guter Schuss. Sehr schön. Wir müssen den anderen aber gleich auch noch einsammeln. Ich laufe jetzt aber erstmal dahin, wo wir wissen, wo auch der hier liegt. Ich weiß auch gar nicht genau, was es hier alles für Tiere gibt auf der Karte. Das hier sind, glaube ich, die Dachse. Haben wir jetzt auch nochmal schnell einen mitgenommen. Dann seht ihr den auch nochmal. War jetzt auch nicht clean, aber ich wollte euch nur mal zeigen, wie die aussehen. Da haben wir also hinten in den Oberschenkelbereich geschossen. Oder so in den Hüftbereich. Ist halt auch nur eine Fleischwunde, dementsprechend nichts wert. Aber jetzt haben wir wenigstens auch einen Dachs erlegt. Da ist er. Ah, die Farbe ist trotzdem rosa. Viel Blut. Und jetzt gucken wir uns mal den Schuss an. Er war noch deutlich zu hoch. Ja, das ist ja voll der doofe Schuss gewesen. Ich dachte, der war voll gut, weil er so schnell down gegangen ist. Aber der hat ja nicht mal viel Schaden bei den Lungen angerichtet. Ach nee, das war der zweite Schuss. Okay. Dann habe ich zweimal den gleichen angeschossen. Dann müssen wir den anderen gar nicht mehr suchen. Das heißt, der erste Schuss war vorhin nur schlecht. Und der zweite, der war dann auch clean das Herz. Jetzt seht ihr es auch. Herz, linke Lunge, rechte Lunge. Hätte ich den ersten nicht so versemmelt, wäre es ein richtig guter Treffer. Also viel besser geht's gar nicht. Herz ist halt immer ideal. Verkaufen wir auch. Und Leute, ich würde sagen, das soll es jetzt erstmal mit Way of the Hunter gewesen sein. Das war die erste Folge. Ich hoffe, ihr habt jetzt schon mal einen guten Einblick in das Spiel bekommen. Mir persönlich gefällt das Spiel wirklich richtig, richtig gut. Und falls ihr mehr von dem Spiel sehen wollt, dann würde ich mich jetzt über ein Like und einen Kommentar freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.